Moin moin Leute, was geht? Willkommen zurück bei Somcard. Und heute haben sich ja auch viele gewünscht, machen wir so ein bisschen die Treppen. Ich mache es einfach ganz einfach erklärt. Ich will jetzt kein großartiges Model jetzt hier entwerfen. Das könnt ihr nachher aus euren eigenen Köpfen entwerfen. Ich zeige euch bloß den Grundaufbau, was ihr dann beachten müsst, auch bei der Collision und sowas alles. Und ja. Fangen wir am besten gleich an. Wenn euch das hier oder wenn ihr das hier wollt, was ihr gerade seht, dann, das ist so eine Objektreferenz, die war mal früher Englisch und sowas alles und ohne Texturen habe ich so ein bisschen modifiziert. Kriegt ihr auch bei mir auf dem Discord alles und ja, da ist auch das Wichtige, wann, wie oder wie hoch oder am besten wie hoch die sein sollte. Ja, damit sozusagen eine anständige Animation herrscht, weil das ist nämlich der Unterschied, wenn man eine Rampe hochgeht, das ist eine ganz andere Animation von dem Charakter oder von dem Pet, als wenn man eine Treppenstufe geht. Ja, ich glaube auch, die Geräusche sind irgendwie dann anders, ja, die man dann bei der Collision dann definiert. Ja, aber grundlegend geht es eigentlich eher um die Animation. Und ja, genau. Also, im Endeffekt, wie gesagt, macht ihr diese Treppenstufe hier. Ich werde das jetzt einfach hier mal kurz löschen, einfach damit ihr mal ein bisschen Dings habt, ein bisschen freie Sicht. Dann machen wir einfach eine ganz normale Masche oder irgendeine Würfel am besten. Ja, dann macht ihr das ungefähr so, wie ihr das haben wollt. Nicht zu tief, nicht zu hoch und sowas alles, ja. Stimmt, ihr wolltet das ja auch noch, dass ich das irgendwie noch teste, ne? Oder einer hat gesagt, teste das mal denn auch auf dem Dings. Ob das so klappt, das können wir auch gerne tun. Genau, also ich meine jetzt ungefähr die Höhe, ja, wo es sein soll. Ungefähr hier. Es kann sein, dass das jetzt ein bisschen größer wird, ja. Wie gesagt, deswegen hat man ja eigentlich so ein Pad, ne? Zum Vergleichen. Wie gesagt, ich mache ungefähr jetzt die Höhe, wo ich denke, dass es ungefähr passt. Genau. So. Jetzt kommt der Kniffeltrick an der ganzen Sache. Wir machen eigentlich noch kein Model. Ja. Noch kein Twarble und sowas alles. Solemns kommt nachher ganz zum Schluss. Das ist eigentlich dasselbe, wie wenn ihr einen Prop macht. Ja. Macht einfach ganz normales Prop. Und so weiter dann raus und so wird das dann auch gemacht, ja. Hier ist halt absolut wichtig, dass ihr, wie gesagt, so einen Modifikator nutzt und zwar den Array-Modifikator, ja. Das ist der, der sozusagen das Ganze wiederholt. Ihr seht, jetzt hat sich das wiederholt. Das jetzt so machen, zack, zack, ja. Da müsst ihr einstellen, das ist jetzt nicht der Faktor. Da könnt ihr ein bisschen rumspielen, ja. Das wäre dann der Faktor. Ihr könnt dann halt gucken, okay, wo geht es hin, wo geht es nicht hin. Das könnt ihr übrigens auch mit Geländer machen. Und so weiter und so fort. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier, nehmen wir jetzt einfach mal nur einen Schnitt kurz raus. Bim, bim, bim. So, zack, dann machen wir hier. Ne? So, kann man wie eine Art Pfosten jetzt bauen. Moment, ich zeige es euch gleich. So. Und der müsste das jetzt eigentlich auch alles übernehmen oder auch nicht. Deswegen machen wir kurz nochmal zurück. Also ihr könnt jetzt alles, wie gesagt, hier modifizieren noch. Ja, und dann, wie gesagt, ziehen wir jetzt einfach bloß das Stückchen hier. Ich weiß nicht, ob das einfach so einfach geht. Ne, das geht nicht so einfach. Warte mal, das war extruieren. So, GG drücken, dann ändert sich auch nichts. Ja, so, dann macht man hier ein Stück E. GG drücken, dann ändert sich auch nicht viel. Also ich habe das nur so gesehen. Das ist jetzt wie gesagt nur ein Beispiel. Ich mache jetzt nicht das Schicki oder sowas. Ja, das könnt ihr nachher selber machen. Es geht einfach nur ums Prinzip, dass ihr ungefähr versteht, wie man das ungefähr machen kann. Hoch, E, ja, so. Also so ist halt das Einfachste. Dann macht man hier, wie gesagt, eine Ecke und hier eine Ecke verbinden. Zack, zack. Ja, und so ungefähr kann man das machen. Okay, so hat man ungefähr ein Geländer. Hier dann auch nochmal. Das müsste, glaube ich, ein bisschen höher sein, denn. Oder man schrägt die Seite ein bisschen ab. So, ja. So kann man das auch machen. Zack, dann zack. Ja, und so habt ihr jetzt ungefähr ein kleines Geländer. Dann macht man hier die Kante, hier eine Kante, zack, zu. Hier eine Kante, zu. Ja, und so habt ihr jetzt ungefähr ein Geländer. Okay, also kann man das machen. Und jetzt das Ganze könnte man eigentlich. Genau, jetzt seht ihr das, ja. Jetzt macht er sozusagen das komplette Model einfach nochmal.
Ja, das natürlich müsste man dann irgendwie anpassen. So, aber wir wollen jetzt das hier ungefähr, dass es so weit weg ist. Am besten passt das so. Und dann macht ihr einfach nur Versatz. Ja, entweder Versatz so. Ich glaube, so passt das schon. Aber eben das Problem, was wir jetzt haben, dass das ganze Stück hier ein bisschen zu breit ist, denke ich. Jetzt müssen wir gucken, ob wir das einfach so schieben können. Nee, können wir natürlich nicht schieben. So, aber jetzt. Wir machen das jetzt einfach so ein bisschen einfach schmaler, ja? Ich denke mir fast, das wird dann sonst zu breit sein. Jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel. Wir machen jetzt hier nichts Schickes, okay? So, dann sollte es passen, ja? So ungefähr geht das. Wie gesagt, ihr müsst dann das noch ein bisschen anpassen, ja? Also. So, und dann können wir die Anzahl auch nehmen, wie viel Treppenstufen das sein sollen. Ja, das können x-beliebige sein, obwohl ich weiß gar nicht, wie viel das sein können. Also, pff, ja, es ist egal. Und dann, wenn ihr gesagt, ihr könnt dann auch eine Fläche nochmal machen, macht dann einfach einen neuen Würfel sozusagen, macht also erstmal eine Fläche. Ja, könnt ihr dann machen. Und dann macht hier sozusagen ein neues Teil dran, als neues Mesh. Er hat neues Geometrie und setzt diesen extra nochmal Modifikator und dann geht es einfach hier weiter. Ja? Wenn ihr das nämlich jetzt alles in einem macht, dann versucht ihr nämlich das komplette Ding einfach zu. Das ist wie eine Art Wiederholungsmodifikator ist das, ja? Das könnt ihr nicht nur für Treppen anwenden, das könnt ihr von mir aus auch für Fenster oder irgendwas anwenden. Also das, was halt sich verdoppeln soll, damit ihr das Ganze. Ihr könnt es natürlich auch kopieren, wäre aber ein bisschen umständlich und würde ein extra Model sozusagen erzeugen. Hier könnt ihr das mit einmal machen, ja? Wie gesagt, wir können dann hier, wenn das Array fertig ist, einfach anwenden drücken. Da ganz wichtig, ihr müsst es auf anwenden drücken. Dann nicht so wie bei der Tür. Da müsst ihr das Skelett zum Beispiel so lassen. Ja? Aber bei Treppen müssen wir den Modifikator sozusagen anwenden. Ja? Dann ist der auch drinne. So. Genau, jetzt machen wir daraus einfach einen Prop. Ja, ganz normal einen Prop. Torbild, bla bla, create Torbilds mit Auto, mit Collision. Genau, Torbild, bla bla. So, okay. Jetzt haben wir daraus ein Torbild gemacht. Würfel. Genau, Torbild. Das ist jetzt unsere Treppe. Treppe, too teuer. Ja. Und auch nochmal ganz wichtig zu erklären: Solltet ihr schon in euren MLO eine Bound Composite haben, muss die Treppe ein extra Bound Geometry BVH haben. Ja, eine extra. Das braucht ihr dann nicht mehr. Ihr braucht nur noch eine extra BVH und da kommt dann das Mesh von der Treppe rein, weil das Bound BVH hat normalerweise hier, wartet mal, jetzt hier Shader, Kollision, hier Flex, ja, normalerweise diese Flex. So, für eine Treppe brauchen wir aber diese hier noch, Map Stairs. Und dann erkennt er das, dass es eine Treppe ist. Solltet ihr jetzt die Bauengeometrie von eurem kompletten MLO mit einer Map Stairs Flag besetzen, dann kann es passieren, dass überall, wo ihr lauft, die Treppenanimation ist. Das sieht scheiße aus. Deswegen macht für Treppen eine eigene BVH in eure Composite, ja, wo eure Collision, Hauptcollision drin ist. Und dann kommt in dieser BVH die andere Flag rein und da das Bound Pulley Mesh. Ja? So, genau, Position, ja, sollte klar sein, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Test. Das ist alles immer nur dasselbe, es ändert sich, wie gesagt, nur die Flex oder sowas, ne? So, genau, das wäre es dann eigentlich auch schon. Jetzt machen wir bei dem, achso, Material müssen wir natürlich noch machen, ne? Collision Material, da machen wir ein schönes Holz drauf. Jetzt muss ich mal gucken. Hier Wood. Ich glaube, da müssen wir das Wood Medium nehmen. Das ist dann schon okay so. Genau, man könnte jetzt auch dieses Knack-Ding nehmen. Dann würde das schön beim Hochlaufen schön knacksen. Ja, das könnte man. Oder wir machen das mal. Wir machen mal Old Quirky. Ja, dann hört sich das schön knackig an. Genau, Room-ID. Braucht ihr hier nicht zu machen, weil, wie gesagt, ist nur ein Prop. Stairs. Können wir hier mal einen Flacken Stairs. Aber. Ich, ganz ehrlich, diese Flex hier, das ist mir noch ein Rätsel, warum. Manchmal greifen sie, manchmal greifen sie nicht. Gerade bei Fenstern ist mir es aufgefallen, da tut sich bei C2 oder Schuttru gar nichts. Da muss man den Shader sozusagen benutzen mit Schuttru oder ja oder Bulletproof. Also man kann es machen, man muss es aber nicht machen. Ich denke mal, bei Blender macht das irgendwie automatisch, sobald der Shader das drauf hat.
ja, oder das Prop, die Fleck drauf hat, dann braucht man eigentlich diese Collision Fleck gar nicht mehr. Also im Moment habe ich dafür keine Erklärung oder beziehungsweise keine Funktionserklärung. Ja, irgendwie, ja, also puncto Glas jetzt weiß ich's, ja, da tut sich irgendwie gar nichts, auch wenn man die Flaggen hier auswählt. So, bei der Treppe, ja, ist eigentlich, es reicht, wenn man diesen Dings macht. So. Genau, wir brauchen jetzt, genau, die Dings ist drauf. Jetzt muss ich mal gucken, ob er die auch zugewiesen hat. Zack. So, jetzt hat er die zugewiesen. Genau, dann kann das hier schon mal weg. Bauen Komposit, müssen wir da noch was machen? Nö, ansonsten, das war, ist alles gut so. Toll, Model, jetzt müssen wir hier genau die Dings machen. Den Shader. Da reicht eigentlich ein ganz normaler, entweder normal, nicht normal Spec, da reicht ein Spekulär Map, reicht, sodass man so ein bisschen Details drin hat. Aber bitte macht hier kein Normal mit Reflexion oder sowas, das sieht einfach nur scheiße aus. Ja. Auch wenn es hier so Mosaik-Dinger hier drauf sind oder nicht Mosaik, hier diese, na, Fliesen oder sowas, Fliesentreppen. Das spiegelt extrem, wenn ihr allein schon hochgeht, spiegelt das extrem euch ins Gesicht. Deswegen macht Treppen irgendwie in so eine Textur, was halt angenehm ist. Holz, vielleicht Beton oder man kann auch Fliesen nehmen, aber dann lasst diese Reflektion am besten weg. Genau. So, Würfel. Jetzt mal gucken hier. Shader. Wo bist denn du hier? Da. Trade. Shade. Nee, nicht Lights. Create Shader. So. Wir nehmen jetzt hier einfach einen Default Shader. Ja, das reicht in diesem Fall eigentlich komplett aus. Man kann, wie gesagt, auch diese extra texturieren hier. Aber das könnt ihr alles noch selber machen. Ich will es so kurz wie möglich halten. Texturparameter ist Embed. Ganz wichtig. Dann gehen wir in unseren schönen Shading Tab. Machen da unsere Textur rein. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Texturen. Wir nehmen, wie gesagt, ein schönes Holztexturchen. Und ich denke mal, ich glaube, die hatte ich letzten Jahr. Die waren schick. Die waren schick. So, genau. Jetzt zeigt er auch wieder nichts an hier. Das ist wieder ganz toll. Manchmal ist das so. Das liegt auch daran, weil manchmal die Bauen Komposit noch drüber ist, ja. Genau, und da ist die Textur, ja. Wie gesagt, das Positionieren mache ich jetzt nicht. UV-Mapping, das könnt ihr, wie gesagt, nachher selber machen. Okay, also so sieht jetzt sozusagen eure Treppe aus. Und ja, genau. Dann war es das eigentlich auch schon. Dann tun wir das Ganze erstmal einmal rausspucken. Das ist, wie gesagt, eigentlich genau dasselbe wie Prop. Export. Export, Export, ja, genau. Da habe ich gerade überlegen müssen. So, ausgewählte Objekte. Genau, auch hier wieder wichtig, eine eigene Y-Type. Ja, dass Codewalker sozusagen das erkennt. Man, wir haben eine Y-Type. Hier Treppen. Treppe, Y-Map. Nicht Y-Map, Y-Type. So. Oder Y-T-I-P. Wie die Fachmänner sagen. Für mich ist es eine Y-Type. Fertig. So. Auto-Create, genau, Basis ist es, ja. Wieder überprüfen. Physics. Manche habe ich auch aufgefallen, die klatschen hier Clip-Diction Twirlbill rein. Lass das. Ja, nicht machen. Wenn ihr hier nämlich ein Twirlbill macht, dann will der nämlich einen Ordner daraus machen. Dann tut er sozusagen denken, das ist ein Ordner mit mehreren Models. Dieser Ordner ist nur wichtig, wenn ihr schon mehrere Models habt. Ja. Das ist sozusagen der Überordner von diesen ganzen Models. Das heißt, er braucht theoretisch nur das streamen. Und ihr müsstet die ganzen Model gar nicht mehr mitmachen. Also irgendwie so, ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, aber so ungefähr ist es. So kann man sich das vorstellen. Es ist sozusagen ein Überordner, ein, sagt man ja eigentlich, Twirlbill Dictionary. Ja, es ist ein Modelordner sozusagen von den ganzen Models. Und gibt es auch bei GTA, dann wählt man das bei Codewalker zum Beispiel aus an der Seite. Ja, da hat man die nicht einzeln dann da drin, sondern da hat die komplett in einen Ordner schon zusammengefasst drin. So, deswegen lasst das raus, sonst erkennt er manchmal euer Ding hier nicht. Ja. Asset-Typ Torbel, genau. Asset-Name Dings, bla bla. Linked, das ist auch ganz wichtig, immer linked. Ja, das muss immer stimmen, dass das hier gelinkt ist. So, ansonsten Flaggen. Ich glaube, brauchen wir gar nichts. Statik, genau. Statik müssen wir machen. Ganz wichtig. Und ansonsten war's das.
Ja, hier ist wichtig halt Statik, 32, sonst fällt der nachher durch. Okay? Ja, ansonsten war es das, glaube ich. Ich glaube, dieselbe Queen war auch noch, aber das ist mir jetzt nicht ganz sicher. Da muss man halt rumprobieren, wie das halt dann ist, wo das halt steht, das Ding, ja. Also wenn das natürlich an einem schattigen Ort steht, dann muss man hier ein bisschen mit der Vertex Color rumspielen. Stimmt, übrigens, Vertex Colors müssen wir die auch noch machen. Die ganzen Vertex Colors auch noch ganz, ganz wichtig. Warum zeigt der eigentlich hier nicht meine Bound Composite an? Ah, doch, die ist drunter. Ah, okay. Gut. Ne, das ist richtig so. Also, machen wir hier nochmal Dings. Dann machen wir hier nochmal. Apropos White-Tab, die können wir gleich ausspucken. Die ist erstmal schon fertig. Hier Vertex Painter. Da machen wir wieder rot oder pink. Also, die meisten, wie gesagt, machen die rot. Ja, weil hätte man jetzt weiß gelassen, würde sie leuchten. Deswegen, wir machen rot. Wir gucken hier, Punkt. Überprüfen wir. Die Bound Composite wieder im Weg. Gut, ist rot. Alles klar. Wunderbar. Ja, so überprüft ihr das auch. Ja. Jetzt spucken wir die Scheiße aus. Nochmal. Wir haben jetzt gerade was geändert. Wo bist du hier? Da, Export. Desktop. Genau. Zack. Ja. So. Gut. Ich füge das jetzt alles ein. Ja. Ganz normale YMAP machen. Das einfügen und irgendwo hinstellen und dann Manifest generieren, ganz wichtig. Ja, und dann sehen wir gleich uns im Spiel wieder, wie das aussehen sollte. So, kommen wir zum Servertest. Da steht sie schon. Wenn wir jetzt Glück haben können, hängt er sich da oben dran, wenn das da halt klein bekletterbar ist. Aber ansonsten, jetzt müsste auch ein Dings kommen. So ein Knatschi-Sound. Okay, die Treppe ist ein bisschen klein, ja, ein bisschen mini geraten. Also es hätte schon ein bisschen höher gekonnt, ja. Aber Prinzip sollte klar sein. Ja, es ist eine schöne Treppe. Und da macht er die Animation, ja. So, und jetzt können wir uns hier oben festhalten. Und wir kommen hoch, okay. Und da geht auch. So, Leute, herzlichen Glückwunsch zu eurer Treppe. Da ist sie. Ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dann tut mal in Showroom eure Kreationen zeigen. Ich bin sehr gespannt, was ihr so alles kreiert. Und interessiert mich auch sehr, was ihr alles so bewerkstelligt. Und ja, und das zeigt mir halt, dass es geholfen hat, ja, was ich so ein bisschen euch vermitteln wollte. Und ja, macht mich dann auch wieder stolz, ne? So, also. Bis zum nächsten Tutorial, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream. Wenn ihr Fragen habt oder sowas, dann kommt auf den Discord. Genau. Was euch halt die Videos nicht beantworten können, dann helfen wir euch gerne. Ansonsten schaut bitte die Videos, verfolgt sie, nehmt euch die Zeit. Und nicht nach 2 Minuten Video schon fragen, warum geht das nicht, warum dieses. Guckt es erstmal an und dann vielleicht versteht ihr das, warum es nicht geht oder sonst was. Genau. Aber sollte, wie gesagt, die Videos eure Probleme nicht lösen können, dann kommt gerne auf den Discord. Wir helfen euch gerne, so gut es geht. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. So, ich habe noch eine zweite Möglichkeit für euch rausgesucht oder beziehungsweise noch ein bisschen recherchiert. Und zwar, wie man eine runde Treppe machen kann. Ja, also es gibt die einfache Treppe und es gibt die runde Treppe. Und macht ihr eigentlich ganz einfach. Da ist so ein bisschen mit Hotkeys drin, weil es irgendwie anders nicht geht, zeige ich euch gleich. Und zwar, wir fangen erstmal an mit, wo war das jetzt? Masche, Kreis. Ja, Kreis fangen wir jetzt erstmal an. Das ist mich gerade frisch getestet, daher, solange es noch frisch ist, mache ich es gleich mit euch. So, dann machen wir, war das nicht Z, wo war das jetzt? Wir müssen skalieren. Genau, und da war das bei dem blauen, glaube ich. Also schön gleichmäßiger Kreis, ja. Müsst ihr denn gucken, wie groß ihr eure Treppe haben wollt, ja? Das ist jetzt sozusagen der Radius. Wir machen jetzt sozusagen eine Treppenstufe, okay? Wir brauchen für die Treppenstufe ein Dreieck. Oder je nachdem, wie ihr das haben wollt. Das ist jetzt aber so eine kleine, schnelle Idee, ja, wie man das machen könnte. So, wie ihr das nachher im Endeffekt macht, bleibt euch überlassen. So, dann werden wir mit F das Ganze einmal ausfüllen. Ja, Moment, hier. Jetzt. Nee, warte mal. Jetzt, also im Editor-Modus, ne? F. So. Ja, und dann müssten wir theoretisch das Face, nee, hier, was, Inset Faces machen, ja. Wenn wir aber jetzt hier drauf drücken und das hier machen, ist es schwierig. Ihr seht es, da er kommt nicht bis in die Mitte, denn wir müssen in die Mitte, ja. Deshalb,
Gewöhnt euch einen Hotkey an. Wir machen das hier kurz wieder weg. Außerhalb des Kreises I. Und dann ziehen wir das nach innen. Ja. Und ein bisschen so, ein bisschen was übrig lassen. Ja. So. Genau. Dann wählen wir alles aus. Und tun einfach bloß mit STRG und Klick eine sozusagen abwählen. Ja. Eine abwählen. Den Rest löschen wir. Zack. Das hier können wir euch auch löschen. So. Und schon haben wir eine Treppenstufe. Ja, das ist wichtig. Wir können das Ganze nochmal auch ein bisschen rumziehen, rumzappeln. Das bleibt euch noch überlassen. Am besten wäre zum Beispiel hier jetzt einfach nochmal ein bisschen die Seite hier zu machen. Ja. So. Okay. Damit wir ungefähr eine grobe Stufe haben. Ja, also es geht darum nur, dass wir jetzt sozusagen im Kreis eine dreieckige Stufe kriegen. Ja, das ist der Sinn der ganzen Sache. Und wie die nachher aussieht, wie groß die nachher ist, wie klein die nachher ist, das bleibt euch überlassen. Da müsst ihr ein bisschen rumtüfteln. So, und nachdem wir das gemacht haben, ja, müssen wir da rausgehen aus dem Editor-Modus und dann machen wir nochmal ein neues hinzufügen, und zwar ein Leer, und zwar eine Flächenachse. Okay? Ihr seht vielleicht, das Symbol kommt euch bekannt vor. Ja, keine Sorge, das löschen wir nachher alles wieder, aber jetzt im Moment brauchen wir das. So, das braucht ihr auch gar nicht zu benennen, das ist scheißegal. Jetzt brauchen wir bei dem Dingen hier, ach so, als kleiner Tipp, man kann es auch im Nein-Nein machen, aber das ist echt kompliziert. Als kleiner Tipp, oh, was ist jetzt los, stoße ich die ganze Zeit auf, macht vorher euer Geländer, ja, also macht vorher die Stufe fertig und dann könnt ihr die sozusagen wiederholen. Ich zeige es gleich warum, weil es ist echt umständlich, das im Nachhinein noch zu bearbeiten. Ja, es ist richtig umständlich. Da müsst ihr ganz schön viel zupfeln und dies und das. So, deshalb. Wir machen die Treppenstufe am besten. Ich mache es einfach nur grob. Ja, so zack. Am besten hier an der Seite hier so ein bisschen. Zack. So. Dann, genau, mache ich hier. Uch. So, ich mache wieder meine kleinen Föstchen hier hin. Zack. Ja. So, wie gesagt, wie ihr das nachher macht, bleibt euch überlassen. So, das reicht mir eigentlich schon. Ja, es ist nur ein Test, ja. Da müsst ihr nachher eh ein bisschen rumzappeln. So, das mit verbinden mit F, das verbinden mit F. So, dann das nochmal verbinden mit F. Und schon haben wir eigentlich eine... Ja, was macht der jetzt schon wieder für einen Scheiß? Alter... Das ist doch das mit dem verbinden. Zack. Warum macht denn das jetzt schon nicht schon wieder? Das ist wieder so typisch, ja, das ist Programm. Es macht, habe ich vorhin alles so gemacht und jetzt macht das komischerweise nicht mehr. Mann, ey, es ist doch zum Mäusemelken, ganz ehrlich. Okay, dann müssen wir es wahrscheinlich so machen. So, zack. Jetzt macht es. Also, der wollte die vielen Flächen plötzlich nicht mehr machen. Och, das war's nicht. Hier. So, jetzt haben wir's, ja? Okay. Ich sag, scheiße, ja, wie es aussieht. Jetzt haben wir erstmal sozusagen unser kleines Geländer, ja, mit unserer Treppenstufe, okay? Genau. Jetzt kommt das nächste. So, jetzt, bevor wir irgendwas jetzt weitermachen, müssen wir das Ganze einmal anklicken und dann einmal STRG an A drücken und ganz wichtig die Transformation reinmachen, weil ansonsten wird das Ding immer kleiner. So behält er seine Form, so wie er jetzt ist. Ja, ganz, ganz wichtig. So, dann werden wir die Modifikation Array reinhauen. Jetzt haben wir hier schon mal zwei. Wir können hier auf 31 gehen. Das macht sich immer gut bei so einer Wendeltreppe. Relativer Satz machen wir bei X auf 0. Ja, können wir ruhig auf 0 machen. Und hier bei Z ungefähr müssen wir gucken, dass diese Kante, jetzt mache ich nämlich gleich eins runter, hoch, andersrum, so. Dass diese Kante, wir können auch erstmal auf 2 stellen, ja, damit das nicht so ein bisschen verwirrt. Wir müssen jetzt gucken, dass diese untere Kante hier sozusagen aneckt. Deswegen haben wir das da zum Beispiel ein bisschen breiter hier unten gemacht. Das sieht nämlich ganz schick aus, wenn das ungefähr dran ist. Ja, wir können es auch ein bisschen so... Und mit Shift habe ich das gerade gemacht. Ja, da sind keine gerade Werte denn, sondern
auch mal 190 oder so. Ansonsten wäre es in 50er Schritte oder in 10er Schritte gekommen, ja, oder in 100er Schritte sogar. Ja, so ungefähr reicht das, ja. So, jetzt können wir wieder auf 31 machen, zack. Jetzt haben wir sozusagen 31 mal diese Treppe. Ja, diese Treppenstufe. So. Jetzt brauchen wir Objektversatz. Brauchen wir jetzt hier unser Objekt. Deswegen haben wir das hier gemacht. Auf leer. Zack. Ja. Zusammenführen, ganz wichtig, weil er sonst nämlich die Innenkante total komisch macht. Wenn wir zusammenführen, macht er die schön rundlich denn. Ja, so wie auch eine Wendeltreppe eigentlich sein muss. So. Jetzt haben wir das Gröbste gemacht. Und jetzt haben wir hier bei dem Ding fertig. Und jetzt gehen wir hier raus, ups, gehen wir auf dieses Leer, ja, und da brauchen wir die Rotation, deswegen habe ich das schon eingeschaltet, und jetzt drehen wir das Ding. Und ihr seht, da kommt eure Wendeltreppe zum Vorschein. Dreht nicht zu doll, ja, am besten so, dass der Versatz hier wirklich noch dran bleibt, ja, aber ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ihr müsst diesen Versatz nicht unbedingt nehmen, es sieht halt nur besser aus. Ja, so, ich denke mal, so passt das. Oder? Ah, ein bisschen hat er noch. Da ist noch ein bisschen das Ding drin. So. Na, das ist manchmal echt ganz schön knifflig. So, aber jetzt hat er, glaube ich, angeeckt. Also, er hat so einen kleinen Ankerpunkt, hat er gerade genommen. So, ja. Und jetzt habt ihr sozusagen schon mal eure Wendeltreppe. Ihr könnt natürlich das viel enger machen. Ihr könnt es auch viel größer machen. Das bleibt euch überlassen. Das Prinzip sollte jetzt klar sein. Ja. So macht man eine Wendeltreppe und wenn ihr damit zufrieden seid, ganz, ganz wichtig, dann müsst ihr wieder hier hochgehen und das Array einmal anwenden. Ja, hier drüben in der Kamera anwenden. So, und jetzt könnt ihr ohne Bedenken das in der Mitte löschen, weil macht ihr das nämlich nicht mit vorher mit den Anwenden, dann löscht ihr die ganze Treppe, weil die momentan miteinander verknüpft sind. Ja, so. Und jetzt habt ihr eure Wendeltreppe, jetzt könnt ihr daraus einen Solms-Dingsbums machen, ja, mit Collision, bla bla bla. Ganz normal wie ein Prop und ja, dann viel Spaß mit eurer Treppe. Und achtet darauf, noch ganz wichtig, Flächenausrichtung. Immer drauf achten. Flächenausrichtung. Auch hier kann es passieren, dass wenn ihr von unten nach oben guckt, kann es passieren, dass keine Textur dann drauf ist. Ja? Also müsst ihr theoretisch die Treppenstufen auch wieder denn ein bisschen kopieren oder sowas, zumindest die untere Fläche hier kopieren. Und dann einfach die Normals flippen, damit es hier unten auch blau aussieht. Weil ansonsten könnt ihr von unten nach oben durchgucken. Ja, das macht keinen Sinn. Deshalb. Ja, blau ist immer gut, das ist das, was wir sehen. Aber solltet ihr eine Wand haben oder, ja. Aber eigentlich sieht man das schon. Aber solltet ihr zum Beispiel hier drüber eine Wand einfach haben, dann ist das egal, dann kann das ruhig rot bleiben. Aber rot sieht man eigentlich nicht. Deshalb muss man dann die Treppe, entweder macht gleich eine Box als Treppe. Ja. Gleich eine riesen Box, weil dann habt ihr oben und unten die Fläche. Und ja, also es geht ums Prinzip, ja. Rot kann dann passieren, wenn ihr von unten rauf geht, dass ihr das nicht mehr seht. Sieht dann halt doof aus, ja. So. Deswegen. Also darauf müsst ihr achten, ganz, ganz wichtig. Und ansonsten, ja, war es das mit eurer Wandeltreppe. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, würdet ihr noch Fragen im Discord? Wäre schön, wenn ihr ein Abo da lässt, einen Daumen hoch lässt und so weiter und so fort. Und ja, dann bis zum nächsten Tutorial. Tschüssikowski.